Scheiß auf friedliche Koexistenz. Okay, ist ja gut. Immer ruhig Bluttiger. Verdammt, ich brauche Bier. Hast du Kohle? Seht ihr die ganzen Bettler? So. Also, einmal zu Vivaldi. Wo war Vivaldi nochmal? Ich glaube. Ach, stimmt. Ja, ich weiß wieder, wo er war. Chen? Leben. Ja, ja, Leben ist schwer, ne? So. Müsste. Da ist Vivaldis Haus. Perfekt. Gerald! Ja, was das denn? Liegt an. Wir nehmen ihn fest, wegen Kollaboration mit Terroristen. Ihn? Ein Skoyatel-Krieger? Sein Neffe war in der Einheit, die der Orden festgenommen hat. Der Einheit, die Dörfler in der Nähe von Vizima abschlachtete. Nein, das ist ein Irrtum. Mein Neffe ist jung und töricht, aber kein Mörder. Wahr. Er hängt bereits am Galgen. Vor seinem Tod gestand er, dass er Verbindung mit euch hatte. Zum Glück haben wir sie erwischt, bevor sie ihre Waffenladung bekommen haben. Haren, ein wahrer Patriot, verlor sein Leben, als er sie in eine Falle lockte. Sucht eure Habseligkeiten zusammen, Vivaldi. Ihr könnt im Kerker trauern. Ich wollte nichts mit dem Zwist zwischen den Hafka und den Skoyatel zu tun haben. Die Dummköpfe ließen mir keine Wahl. Da Haren die Rache des Skoyatel fürchtete, verriet er die ganze Einheit. Er dachte wohl, er wäre in Sicherheit und würde eine Belohnung bekommen. Ja, jetzt ist er tot. Die jungen Anderlinge werden ein Festmahl für Raben und Krähen sein. Sie sind die einzig wahren Gewinner dieses Konflikts, denn gewiss wird jemand die Freiheitskämpfer rächen. Jemand wird ihren Tod ausnutzen, natürlich nur der gerechten Rache wegen. Und die Aasfresser werden fett und satt sein. Raben und Krähen. Raben und Krähen. Okay. Warte. Wo ist hier Spukhaus? Ah, okay, das ist dann das Spukhaus. Ist aber auch wieder nur für nachts. Das ist das Lagerhaus. Versuche mir jetzt hier irgendwie so einen Überblick zu verschaffen. Okay. Wir sollten versuchen, ihn aus dem Kerker zu holen. Ja, das klingt erstmal so nach einem Plan. Ich möchte nicht immer Zeit vergehen lassen, bis zur Nacht. Die Anderlinge sind alle gleich. Die Elfen sind am schlimmsten. So schlimm sind die Elfen jetzt aber nun auch wieder nicht. Und die Menschen sind schlimmer. So, hier ist der Kerker. Kann ich mit Vivaldi reden? Unmöglich! Wer verhaftet wurde, weil er sich mit Skoyatel abgegeben hat, ist ein politischer Gefangener. Er ist nur ein alter Zwerg. Warum macht ihr euch so für ihn stark? Ich muss mit ihm reden. Bezahlt die 200 Kaution und ich lass ihn raus. 200? Dann könnt ihr mit ihm machen, was ihr wollt. 200? Okay, ja gut, okay. Hier wir haben das Geld, ja. Okay. Ja, Vivaldi ist frei. Was führt euch hierher? Ich hab dich befreit. Gerade eben. Besitzt ihr ein Exemplar von Die geheimen Pforten? Ja, im traurigen Rest meiner Büchersammlung. Es gehört euch, wenn ihr wollt. Wie viel? Ihr habt mich aus dem Gefängnis geholt. Nehmt es als Geschenk. Danke.
Wie laufen die Geschäfte? Ich will jetzt nicht darüber reden. Ihr habt die Wahl. Wenigstens die ist mir geblieben. Ein glücklicher Zwerg. Was führt euch hierher? Lebt wohl. Außer deine Rettung nicht viel. Okay, ich sollte die geheimen Pforten sorgfältig lesen. Die geheimen Pforten. Wo sind die geheimen Pforten? Wo sind die geheimen Pforten? Das Buch haben wir schon. Haben wir das Buch denn bekommen? Okay. Die geheimen Pforten. Alte Leute erzählen, dass vor langer, langer Zeit ein Magier in den Sümpfen lebte. Tag und Nacht grübelte er über seine Büchern und Pipetten. Es heißt, er suchte einen Stein, der Blei in Gold und Quellwasser in schwarzgebrannten verwandeln kann. Mit anderen Worten, ein Stein, der alle Materie umwandelt. Lass mich raten, ein Stein der Weisen? Die Götter reagieren erzürnt, denn in seinem Stolz überschritt er die Grenzen der Sterblichen. So brachte eines Nachts ein schrecklicher Sturm des Zauberers Turm zum Einsturz. Doch er baute einen neuen und wirkte Zauber, den Sturm zu binden. Dieser Turm hielt, bis sich in einer Nacht die Erde selbst bewegte und den Turm des Zaubers umstürzte. Doch er baute wieder einen neuen und wirkte Zauber, die Erde selbst zu binden. So konnte weder Himmel noch Erde dem Magier etwas anhaben. Doch eines Tages verschwand er. Manche sagen, er nahm einen Lehrling, was zu seinem Untergang führte. Andere behaupteten, eine Frau sei ihm zum Verhängnis geworden. Viele andere seiner eigenen Geschöpfe hätten sich gegen die Magier gewandt. Jedenfalls ist der Turm bis heute verschlossen und hütet sein Geheimnis und niemand weiß, was in seinem Inneren lauert. Eins der Frau. 10 weltliche Elemente, 10 Meilensteine. Alles entsprang diesen 10. Suche, öffne die Augen. Blicke zurück in deine Vergangenheit und du wirst fündig werden. Der, der deinen Pfad kennt, verfügt über Weisheit und ist gewillt, dich daran teilhaben zu lassen. So er denn darum gebeten wird. Dein Herz hingegen birgt keine Liebe. Doch da ist jemand, der die Barmherzigkeit kennt. Der fähig ist zu lieben. Du, der du blind warst, tauche ein in deinen Geist, deine Erinnerungen. Dunkel und gefährlich ist der Pfad, der von der Versklavung zum Königreich führt. Eine dreifaltige Göttin, Jungfrau, Mutter, altes Weib, 3 Gesichter, 3 Gnadengaben, Verstehen, Macht, Ruhm. Um sie zu erlangen, sind Opfer und Gebete vonnöten. Das Fundament liegt in tiefster Tiefe. Lasse dich nicht von flackernden und das unsteten Feuern in Versuchung führen. Bezwinge den Tod und dir wird eine Belohnung widerfahren. Der Sieg wird nur dem gewährt, der den Wächter bekämpft. Jener, der den Weg durch labyrinthartige Mysterien weist, wird dir die Krone des Bewusstseins anbieten. Am Ende deiner Reise wirst du Erkenntnis erlangen. Du wirst alles begreifen, was verschlossen ist, wird dir offen stehen. Die 10 Namen lauten Weisheit, Schokma, Verstehen, Werner, Liebe, Kessert, Barmherzigkeit, Tiferat, Macht, Gifrat, Sieg, Nester, Ruhm, Ott, Fundament, Gesat, Königreich, Malkat, Krone, Katar. Ich weiß nicht, ob ich sie überhaupt richtig ausgesprochen habe, aber gut. Das hätten wir dann. Können wir jetzt, glaube ich, zu Kalkstein zurück, oder? Ja, Kalkstein war ja auch da hinten neben Vivaldis Haus. Ich wusste gar nicht, dass wir das in einem Buch schon hatten. Naja, gut. Oder Glück für uns. So, hallo Kalkstein. Du hast nicht zufällig nochmal einen neuen Hundeteig hier irgendwo? Nee, schade. Ich glaube, einen Hund müssen wir mindestens nochmal töten. Kommen wir, glaube ich, nicht drum herum. Wo ist er denn jetzt schon wieder? Lass mich raten, unten im Keller. Wäre Rubedo nicht besser? Ja. Okay. Oh, tut mir leid. Ich war ganz in Gedanken. Oh, alles gut, Kalkstein. Was den Turm anbetrifft. Ja? Ich habe neue Informationen über den Turm. Schnell, raus damit! Vor diesem Turm errichtete der Magier 2 andere. Doch beide stürzten ein. Dieser hier diente ihm als Haus und Labor.
Das wusste ich bereits. Mehr habt ihr nicht. Der Magier lebte bis zu seinem Verschwinden dort. Wahrscheinlich ist er tot. Er schuf Golems aus Lehm, die ihm dienten, aber keine wirklich bedeutende Leistung darstellten. Das wäre im Einklang mit der Legende des Bewahrers. Es gibt 10 Marksteine, die mit den Elementen und Schicksalsfäden zu tun haben, aus denen das alles entstand. Sephiroth! Also sind die alten Schriftrollen wahr? Ein Buch enthielt Hinweise darauf, wo man die Steine finden kann. Wir müssen alle 10 Sephiroth finden. Einen davon besitze ich. Chokmah, den Stein der Weisheit. Ich nehme an, ich soll die anderen finden. Ja, ein paar haben wir ja schon. Unweit des Turms findet ihr einen Kreis aus steinernen Obelisken. Wenn ihr alle 10 Sephiroth habt, legt sie auf diese Obelisken. Ach, so nah dran. Was für ein Durchbruch. Ich werde die Theorie dieser pompösen Professoren in Ochsenfurt widerlegen. Ich werde sie vernichten, sie zerschmettern. Kalkstein, regt euch wieder ab, bis ich die Steine gefunden habe. Wollte ich gerade sagen, noch ist es nicht so weit. Die Informationen in diesen Büchern sind bestenfalls vage. Tut mir leid. Könntet ihr mir diese Bücher zeigen? Ich werde euch ein paar Notizen machen. Hier. Hier seid ihr. Ich habe 2, 5 Sephiroth. Okay, 5 brauchen wir noch. 1, 2, 3, 4, 5. Ja, Tatsache. Chokmah haben wir von ihm jetzt gerade gekriegt. Den haben wir, glaube ich, vorher irgendwo gekriegt. Also 2 davon haben wir von der Statue im Kloster da gekriegt. In der Kirche. Den haben wir noch im letzten Kapitel gekriegt. Und den hier weiß ich gerade gar nicht. Ich glaube, in der Kanalisation. Gut. Sind wir da so ein bisschen weiter. Sollten wir am besten warten, bis es Abend wird. Dann können wir hier nämlich nochmal ein bisschen weitermachen. Könnte ich bei dir zufällig schlafen? Oh. Ja, kann ich. Warum gucke ich eigentlich bei dir nach? Du hast sogar eh keinen Hundeteig. Also. So. Einmal schlafen. Bitte noch eine Stunde länger. Ja, dann können wir uns einmal aufmachen. Wir haben ja einiges jetzt hier in der Nacht zu tun. Unter anderem zu gewissen Lagerhäusern und Schiffhäusern zu gehen. Ich hoffe, dass es auch lang genug war. Ach, mit Shani müssen wir auch noch reden. Ist sie noch da drin oder ist sie schon auf dem Weg nach Hause? Na, wir gucken einfach mal. Da wir ja hier eh in der Nacht rein mussten. Meine Lungen. So, Tachchen. Es ist ja dunkel. Ich... Aber ich... Psst. Er sagt etwas. Kalkstein. Er ist ohnmächtig geworden. Verschwindet. Da ist ein Aufruhr auf dem Flur. Verdammte Schurken. Boxfleisch hat sie geschickt. Okay, Boxfleisch? Boxfleisch im Krankenhaus angerufen. Ich muss mit Raimund sprechen. Ah. Söchchen. Ich schlag euch tot wie ein Hund. Ich glaube nicht. Für das Gold, das sie euch bezahlen. Gut. Aber wir sind schon wieder ein Stück aufgestiegen. Bis auf den letzten Mann. Okay.
Das können wir nicht mitnehmen. Das ist ein Haus. Auch. Dann nehmen wir nur das mit. Ich bin müde. Okay. Meine Lungen. Das ist eine Art Fluch. Meine Lungen. Ich glaube, ja. Mit dem ist nicht mehr viel anzufangen. Sind nur Überreste. Also, wir können jetzt zum Detektiven zurück. Mit Shani müssen wir dann nochmal reden. Dann war irgendwas mit Boxfleisch. Aber jetzt kommt erstmal ja. Okay, das nicht. Das ist Detektiv. War das das hier, das Haus? Ja. Okay. Oh, hallo. Nein. Einmal. So. Nee. Okay, okay, das hier ist es. Dann hab ich das noch nicht ausprobiert gehabt. Es ist halt meine Lohn von Coleman abzuholen. Hm. Aber ist hier unten noch was? Wow! Ja, hier unten ist in der Karte noch etwas. Okay. Huch, nein. Jetzt mal verwechselt die Tasten. Weißweinessig. Okay, hier liegt auf jeden Fall eine tote Frau. Leichengift. Obst. Und ein sehr alter Wein, den wir nicht mehr mitnehmen können. Nehmen wir das einmal. Und dann können wir den noch mitnehmen. So, einmal nach oben. Hier mal speichern. Okay. Dann jetzt ein einziges Mal noch einen Hund töten. Da ist Siegfried. Oh, okay, wir haben Teig für den Hund, Totengräber. Jetzt rennen wir einmal kurz zu Shani. Und hoffen, dass sie jetzt mit uns sprechen möchte. So. Wie bist du denn? Willkommen, Süße. Trinkt eine Tasse und leistet einer alten Frau Gesellschaft. Ich will aber nicht.
Ich muss gehen. Hinaus! Einfach so in mein Haus zu stapfen. In Stiefeln! Womit habe ich das in meinem Alter noch verdient? Ich will doch noch zu Shani. Oder, Vibe, was willst du von mir? Das Ende ist nahe. Ich bin gekommen. Der weiße Frost kommt. Ich spüre es in den Knochen. Ihr wisst nicht, wie es ist, im hohen Alter in einem kalten Haus zu leben. Stimmt. Das weiß ich nicht. Darf ich jetzt, mit Shani reden? Da ist er. Pärchen. Endlich habt ihr mich gefunden. Sieht ganz so aus. Diese Stimme. Seid ihr an der alten Vettel vorbeigekommen? An der netten alten Dame unten? Die macht mir das Leben zur Hölle. Netten alten Dame? Alte Leute sind ebenso. Ja, wenigstens ist die Miete günstig. Ärzte verdienen so wenig in Temerien. Viele wandern aus. Ihr seid geblieben. Jemand musste es tun. Wie auch immer. Ja. Shani. Nein. Ich wollte reden. Ja, ich auch. Tut mir leid. Reden wir ein andermal. Nein. Oh. Ich habe mich verklickt. Nein, red mit mir. Ja. Shani. Ich wollte... Was ist? Manchmal träume ich von der Schlacht von Brenner, dem Massaker. Tut mir leid. Aber das ist es ja. Mir tut es nicht leid. Ich wache frisch und munter auf, als hätte ich mich an das Elend gewöhnt. Ergibt das einen Sinn? Durchaus. Danke. Manchmal ist es schön, wenn man sich aussprechen kann. Nicht der Rede wert. Das ist alles, weswegen ich jetzt mit dir reden sollte. Nur deswegen. Ja. Adieu. Ernsthaft? Nein, hier wäre doch Hundeteig gewesen. Nein, ich habe einfach deswegen noch meinen Hund schon. Hier wäre auch noch mal Hundeteig gewesen. Grausam. Einfach nur grausam. Gut. Okay. Bloß nicht weiter drüber nachdenken. Wir haben den Auftrag ja erfüllt. Die restlichen Hunde, die hier jetzt rumlaufen, die dürfen ja am Leben bleiben. So, jetzt gehen wir nochmal zum haarigen Bären. Bewegt euch. Ich gehe doch schon. Mann. Bemühe mich doch. Nehmen Sie mich betrachten. Der Mickrige sollte es das nicht wert. Gut. Jetzt hoffe ich, dass wir im haarigen Bären auch so gut vorankommen. Okay, hier sind Boxfleischmänner. Ich weiß aber nicht, ob wir da schon reinkommen. Apropos, hier war doch irgendwo das Lager. Oh, warte mal. Leute wie ich erhellen diese finsteren Zeiten. Okay. Lagerhaustür. Aber die ist abgeschlossen. Okay. Hier komme ich auf jeden Fall rein. Hier ist aber keiner drin. Okay. Hier wollte ich ja jetzt eigentlich nicht rein. Okay, dann müssen wir mal gucken, wie wir da ins Lagerhaus reinkommen. Wenn da abgeschlossen ist. Gehen wir erstmal hier rein. Ein Hund. Hier drin. Geiger. Schurke. Sultan. Tachchen. Hexer. Sultan Shivai. Schön, euch zu sehen. Ihr seid also in die Stadt gekommen? Mhm. Für einen Hexer gibt es viel Arbeit in Vizima. Ja, ich merk's. Sieht so aus. Wie habt ihr es geschafft, reinzukommen?
Garstige Anderlinge schaffen es immer, in die Häuser der Menschen zu schleichen. Da ist was dran. Hört zu, Sultan. Ich muss mit euch reden. Ja? Ich habe bereits ein paar Pokerrunden gewonnen. Herzlichen Glückwunsch! Ihr seid keine Jungfrau mehr. Jetzt könnt ihr richtig spielen. Wo finde ich diese berühmten Pokerspieler in Vizima? Wo ihr alles andere Illegale findet. In der Nähe des haarigen Bären. Das könnte interessant werden. Seid nicht überrascht, wenn jemand nicht mit euch spielen will. Echte Meister ihres Fachs geben sich nur mit Profis ab. Und ein Profi ist? Einer, der mindestens 4 Profispiele gewonnen hat. Gelingt euch das, seid ihr an jedem Spieltisch willkommen. Ich muss 4 Profis besiegen. Kein Problem. Okay. Man übertreibt es nicht. Dann haben wir das schon mal. Noch habe ich niemandem was getan. Und mit dem Zeug rede ich so gesandt, dass... Wer ist die reichste Person in Visimas Tempelbezirk? Früher hätte ich gesagt, Vivaldi. Aber jetzt ist der Clan Leuwarden euer Mann. Der Kerl scheißt Gold. Wunderschönes Bild. Dem sind wir offen begegnet. Danke. Leuwarden. Ja. Okay. Ich suche Arbeit. Ungeheuer bedrohen den Landungssteg im Sumpf. Alle beklagen sich darüber. Mit wem sollte ich reden, wenn ich die Gefahr beseitigen will? Am besten mit Leuwarden. Er ist gewöhnlich auf dem Deich, wo er das Be- und Entladen der Waren überwacht. Danke, Sultan. Ja? Wisst ihr etwas über Vivaldis Bank? Die gehört nur noch nominell Vivaldi. Wieso? Neue Besitzer. Menschen. Das erklärt so einiges. Wirklich? Wie geht es euch denn so? Habt ihr je ans Heiraten gedacht, Geralt? Nein. Mein Beruf ist einer Ehe nicht gerade zuträglich. Unfruchtbarkeit, hohes Risiko, ständig unterwegs. Es gibt nicht viele Frauen, die damit einverstanden wären. Wisst ihr, ich hab da so meine Zweifel. Fahrt fort. Ich hab sie einige Zeit nicht mehr gesehen und werde ein wenig eifersüchtig. Zwerginnen sind so begehrenswert. Mhm. Ich schlage vor, wir gehen einheben. Und wenn das nicht hilft... Macht ihr euch über mich lustig? Das würde ich mir nie erlauben. Über so etwas macht man keine Witze. Ach, komm schon. Ja. Habt ihr einen Moment Zeit? Was liegt euch auf dem Herzen? So einiges, aber... Ach, nö. Ich warne euch. Was kommt es denn jetzt? Es geht um philosophische Fragen. Der Sinn des Lebens, wie? Das Sein Böse, oder nicht sein. Das Hexer bekämpfen, entspringt dem Chaos. Den Taten, die der Störung der Ordnung dienen. Denn wo sich das Böse ausbreitet, kann keine Ordnung etabliert werden. Statt dem Licht der Weisheit, dem Fünkchen der Hoffnung und leuchtender Wärme herrscht Dunkelheit vor. Und in der Dunkelheit findet man nur Blut, Fangzähne, Klauen. Wie im Umland. Schön ausgedrückt, aber wie die junge Zero in der Hochzeitsnacht zu König Friedank sagte, hat es auch einen praktischen Nutzen? Das Recht der Hexer, in dieser Welt zu leben und zu arbeiten, ist aus dem Gleichgewicht geraten, da der Kampf zwischen Gut und Böse jetzt auf einem anderen Schlachtfeld und mit anderen Regeln ausgefochten wird. Das Böse ist nicht mehr chaotisch. Das Böse ist keine blinde, elementare Macht mehr, sondern befolgt Regeln im Einklang mit den Rechten, die ihm gewährt wurden. Es funktioniert gemäß Abmachungen. Das nennt man Fortschritt. Da wir mehr sind und länger leben, können wir einander zu Tausenden abschlachten. Fortschritt ist wie eine Herde Schweine. Sie bringt viele Vorteile mit sich, aber niemand darf sich wundern, dass alles voller Scheiße ist. Scheiße hin oder her. Hexer existieren, um Ungeheuer zu töten. Wie kann ich das, wenn die echten Ungeheuer sich hinter Idealen, dem Glauben oder dem Gesetz verschanzen? Das größte Übel ist moralische Relativität. Sie fordert mehr Opfer als die Katriona-Pest und alle Drachen zusammen.
Hexer wird man immer brauchen, ganz gleich, wohin uns diese Schweinebande auch führen mag. Wie schon der alte König Desmond sagte, als er nach Benutzung in seinen Nachthaft blickte, das rationale Bewusstsein kann das niemals wirklich erfassen. Okay. Ich bin ja echt ganz froh, als ich auf dem Gymnasium war, dass ich niemals Philosophie hatte. Niemals. Denn ganz ehrlich, ich wäre dabei eingeschlafen. Das wäre überhaupt nicht meins. Diese ganzen philosophischen Fragen und was wäre, wenn sein oder nicht sein und ach, keine Ahnung. Nee, nicht meins. Wirklich nicht. Nee. Physik. Mit Physik kann ich was anfangen. War auch nur bis zu einem gewissen Punkt. Aber Geschichte. Auch alles in Ordnung. Aber hör mir auf mit Philosophie, Religion und was weiß ich. Kann ich jeder machen, was er möchte, aber nee, bloß nicht. Das sind alles so Sachen, da hat immer so eine 6 auf meinem Zeugnis geprägt. Danke, Sultan. Ich glaube, ich weiß, was du meinst. Wenigstens einer tut das. Also sag ich ihm. So, kannst du noch mal eine Runde mit mir spielen hier? Noch mal studieren. Darauf meine ich, ein so belesener Edelmann wie er würde ihren Wert gewiss erkennen. Okay. Das sieht aber nicht gerade gut aus hier. Ihr habt straight bis 5. Ach. Weil wir von 1 bis 5 alles durch hatten. Also so viele Straße. Ich verstehe es immer besser. Hier hat eine Straße. Das ist ja geil. Ich blick so langsam durch. Ja gut, ich könnte jetzt versuchen, noch mal eine 2 zu kriegen. Wir pokern einfach mal hoch. Nein! Schade. Schade. Hätte klappen können. Gut, nächste Runde. Würfeln wir einmal. 2, 3. Und da können wir jetzt wieder versuchen,